Hey, little darling, you made a mess out on the counter. Spilled your milk and now it's sour. McDonald's. Wish I could take it back, but life don't work like that. Let's start it. Hey Leute, ich habe mal wieder vergessen, ein Intro zu drehen, deswegen mache ich das jetzt. Auf jeden Fall werdet ihr im heutigen Video sehen, wie zwei Idioten nach Fortventura fliegen. It's getting awesome, it's getting good, so I would say let's go. Herzlich willkommen. So Leute, erstmal hi. Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Also ich bin jetzt hier gerade am Köln Flughafen, bin jetzt hier gerade angekommen. Ich gehe jetzt heute in Urlaub. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich das hier alles einchecken kann. Ich fliege halt mit einem Kumpel, deswegen let's see. I'm excited. First time. Das eigentlich sofort. Sufi ist da. Er hat es auch geschafft. Let's go. Let's go. Hey Leute, ich bin jetzt hier angekommen im Hotelzimmer. Das zeige ich euch mal gleich kurz, wie es aussieht. Wir waren gestern, sind wir erst spät angekommen und dann hat es mega lange Check-in gedauert. Dann waren wir noch kurz was essen, weil die hatten hier Gott sei Dank noch was. Und das war gut. Dann sind wir noch was trinken gegangen. Also es war sehr, sehr spät und abends. Wow, man sieht sehr viel. Ich bin begeistert. Ich stelle es mir wirklich toll vor. Ich höre es ja schon. You're a pretty good spinner. Try me. No, try me. Try me. Ich glaube, es war so halb eins. Habe ich dann gemerkt, dass hier eine Eidechse drin ist. Und dann habe ich erstmal Paranoia geschoben. Und dann bin ich bis 4 Uhr wach geblieben. Und dann sind wir gerade eben um 9 frühstücken gegangen. Und jetzt es ist 1 Uhr, ich habe gerade das Video geschnitten, hochgeladen. Ich hoffe, das geht irgendwie klar. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zu Fuki, weil wir wollten uns jetzt irgendwie in den Pool legen oder an den Strand, whatever. Ich zeige euch kurz das Hotelzimmer, because... Ja, ich weiß, es sieht gerade schlimm aus, okay? Aber denkt euch mal das alles weg und dann ist es echt cute. Ja, aber auf jeden Fall ist ein kurzes Update. Ich sah nur gestern so schlimm aus. Ich wollte gar nichts mehr filmen, weil... Hast du Bock? Hä? Hast du Bock? Also ich würde lieber am Meer bleiben. Und dieser Dennis bockig. Ja, weil du mich auf die andere Seite von einem scheiß Strand geschleppt hast. 1,5 Stunden sind wir jetzt eh schon unterwegs. Und ich habe 10.000 Schritte drin, die ich gar nicht drin haben wollte. Okay Leute, wir haben schon wieder ein bisschen später. Wir haben es jetzt schon 6 Uhr. Wir waren am Strand die ganze Zeit. Luca hat mich in die Walachei geschickt. Aber ich habe mich jetzt fertig gemacht, habe ein Kleid angezogen. Und jetzt gehen wir auch zu Abendessen. Nice. Ich hoffe nur, ich bin nicht zu warm angezogen, weil es schon noch sehr warm ist draußen, aber let's see, ach, ich schwitze oder so, also ist auch schon egal. Ja, kann ich sagen. Wir haben es gerade voll gefressen. Und ich habe ganz viele Schokoflecken. Ja, das ist nicht das erste Mal. Aber diesmal konnte ich nichts dafür. Warte, hier. Mhm. Glauben wir das? Glaube ich nicht. Oh Leute, es ist so schön hier. Also ohne ihn halt, ne? Danke. Oh mein Gott. How pretty. Ja, der ist auch akzeptabel. So Leute, it's a new day. Wir haben heute den Gefühl, den ersten Tag, wo wir so ein bisschen mehr Sonne haben. Das ist übrigens die Aussicht aus meinem Zimmer.
Ja, geht schöner, aber geht auch schlechter, ne? Naja, wir gehen auf jeden Fall jetzt an den Strand. Ich habe schon mein Bikini an. Bombastisch. Und ich würde sagen, let's go, ne? Don't you call him baby when I'm not talking lately. Oh, don't you call him what you used to call me. Ich laufe jetzt zum Mercadona. Wohin laufen wir, Fuki? Zum Mercadona. 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 Wir haben Snacks da gekauft. Das sind Pipas. 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 Oder Pipas. Saladas. Huch. Hey, heißt das, was kommt in den Salat rein? Pipas Saladas. Auf Mallorca gegessen. Jetzt probiert Fuki die guten Dinger. Hier probier. Taste test. Live taste test. Geil. Sag ich doch. Ich sag doch, es ist geil. Mmh. Oh. Soll man nicht im Ausland nicht rohen Fisch essen? So bei einem. Ja, gönn dir. Und dann steht da auch. Sieht schon süß aus hier. Ja, aber Leute, guckt euch mal an, bitte. Da ist ein Regenbogen. Three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Willst du was im Mensch? Kannst du es nicht? Das ist so eklig, so. Das ist so ein Hamster, oh mein Gott. Ein Hamster? Ja, die macht das auch immer so. Kannst du mir den Ohren wackeln? Kannst du mit deiner Zunge die Nase berühren? Nein. Alter. Hast du irgendwas zu sagen noch? Was machen wir heute Abend noch? Kanal, hast du nicht getan. Oh Gott, oh mein Gott. Man sieht schlecht voll aus in der Dings. Siehst du? Ja, weil die nicht weich zeichnet. Sollen wir das nicht weich zeichnen? Guten Morgen, Leute. Ich habe so einen krassen Sonnenbrand. Auf jeden Fall habe ich gerade eben eine Tage bekommen. Für alle, die es interessiert. Ich hasse das. Das war mir so klar. Ich habe jetzt voll den aufgeblähten Bauch. Ich weiß, ob ihr das kennt, ob ihr das auch habt, aber ich habe so einen aufgeblähten Bauch. Und gestern Abend haben wir noch gechillt draußen. Ich habe auch ein bisschen was gefilmt. Da war dann noch so Live-Musik. Ich fand es voll süß, ich fand es voll schön. Ich mag das voll, wenn da so ein bisschen Live-Musik gespielt wird. Ich bin so rot. Okay, let's go to the pool. Okay, Leute, ich bin wieder back in meinem Hotelzimmer. Habe ich gerade neu fertig gemacht. Ich weiß, ich habe nicht viel gebloggt, aber wir werden jetzt ein paar Fotos machen gehen und dann gehen wir essen. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr mitzufilmen. ja. Yeah. Hope you're doing fine, hope you're doing well. We at the beach. Siehst auf Bildern besser aus, als du Bilder machst. Der hat schon wehgetan. Das müssen wir ein bisschen noch üben. Oha, findest du es echt so schlimm? Also das ist ganz, ganz schlimm. Das Gott, die Bilder sind anders schlimm. Oh Gott, da kriegt man sowas von Komplexe. Ich gehe mit euch shoppen, ich hype euch ab, aber Bilder von euch machen. Okay. Should never do this. Okay, ich mache neue Bilder. Ja. Yeah. Let's go! I'm obsessed with you in a way I can't believe. Können wir die Kamera ausmachen? Ja, können wir. Das Fotoshooting wurde abgebrochen. Warum? Das haben sie sich ja, wollen sie sich dazu äußern? Entweder bist du ein richtig schlechter Fotograf oder ich bin einfach nur hässlich. Was machen wir jetzt? Brauchst du noch Bilder von mir? Let's start it. Alter, ich hasse wie Foto. Wie kann man so fotogen sein, Alter? Schau dir das mal an. Oh, ich hätte sauer. Ich hätte wirklich sauer. Ja, aber wie das aussieht. Oh mein Gott.
Ich hab ihn nicht abgebrochen. Jetzt ist Fuki ein bisschen pissig. He's walking right there. Kann ich jetzt nicht ändern, ne? Ja, aber wir gehen jetzt essen. I try to munter him auf. Ich glaube, ich kann das. Eigentlich, also ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich bin nur wirklich scheiße anscheinend am Fotografieren. Are you still mad at me? Yes, I'm still mad. Oh. Hallo Fuki Spooky, wie geht's dir? Fuki Spooky. So Leute, wir haben schon wieder, abends. Ich weiß. Oh, und die Klimaanlage ist laut. Excuse me. Ja Leute, ich bin kein gutes Vorbild, ich bin sau verbrannt, aber hey. Wir gehen jetzt zu Abendessen. Let's go. Hey. Wir holen erstmal Fuki ab. This is really important. So. Hello. I'm ready. You ready? Yes, I'm ready. Come over. Bist du draußen? Nee, komm jetzt. Dann würde ich sagen, holen wir doch mal Fuki ab. Because I'm so, so hungry. Ich bin echt so todeshungrig. Weil es hat irgendwie... Hi. Sofania, konnichiwa. Oha, sieht das schön aus. Guck mal, Leute, ja. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go, never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. Im Video überhaupt irgendwie ein bisschen Content? Nein! Hey, die gucken sich das hoffentlich trotzdem an. Wenn ihr das hier noch seht, dann habt ihr es angeschaut. Top, dafür einen Daumen nach oben. Wir haben wieder viel zu viel reingetan. Ey, zu viel Malibu, ne? Ja, du bist ja hoffentlich. Yes, sir! Tschüss! Hallo, Fuki! I got pancakes. Du hast ein Rührei. Ich glaube, das ist eher ein Omelette als ein Rührei. Er hat ein Omelette. No. Hast du schon Ruhe, bitte? Oh, warte. Die Kamera ist so toll, das passiert eben. Mann, ich kann schon mal einen Tag. Ist mir gerade egal in mir. Skala von 1 bis 10. Nur 6. Oha. Ich hoffe, euch geht's gut, ne? Ich habe Unterleibschmerzen. Aber mein Outfit ist cute. Ich habe ein Oversize-T-Shirt an. Das ist von Fuki. Habe ich mir gestern einfach geschnappt. Meine Oversize-Jeans-Shorts. Mein Beutel. Das ist mein Sack. Oh, warum ist mir so kalt? Ich sehe aus wie eine Mülltonne, deswegen aber gerade egal. Let's go to the beach. Each, let's go to the way. Hallo. Okay, also ich übernehme an dieser Stelle einmal den Vlog, weil ich möchte wissen, ist das normal? Ist das normal? Ich hab keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Ich bin erst gar nicht lustig. And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. And now take me home where I... Fuki's gerade auf Toilette. Ich habe gerade eben Oreos gekauft, aber ich zeig's euch ganz kurz. Ich muss es euch zeigen. Sorry, aber wie krank sieht das bitte aus?
Das ist Fuki. Die hat nur von der Dings. Tücher. Magst du einen von deinen Taschentüchern haben? Ja. Also, boah, wie lustig wäre es, wenn ich dich jetzt reinschmeißen würde. Ich sagte, dann würden wir getrennte Flüge nehmen nach Hause. So, bitte aufpassen, du bist hier ganz, ganz, ganz hart an der Grenze. Nee, nicht mit mir. Das machen wir so gar nicht. Do you want an Oreo? Yes. Das ist richtig. Und? Was findest du geiler, Creme oder Keks? Ja, Keks, safe. Der macht nur Scheiße.